Bunte Blumen, exotische Pflanzen und kreatives Kunstwerk wurden an diesem Wochenende im Museum am Kiekeberg gezeigt. Mehr als 100 Aussteller aus Deutschland und dem benachbarten Ausland waren mit ihren Züchtigungen vertreten. Hier konnten die Besucher nicht nur ihre eigenen blumigen Ideen ausleben, sondern sich fachkundig beraten lassen. Hauseigene Leckereien sorgten für das Wohl der Besucher. Weiterhin konnten die Besucher kleine Fische, Kois und Sumpfdeckelschnecken kaufen. Die bunten Fische tümmelten sich in dem Becken hin und her. Besonders faszinierend war der europäische Edelkrebs. Doch der kleine Jäger blieb ruhig auf der Hand seines Besitzers, sodass Kinder ihn interessiert beobachten konnten. Tierisch ging es bei der Ferdiana in Verden her. Zum 11. Mal bot die Pferdeshow interessante Reitkünste an. Die zweitägige Veranstaltung war ein großes Fest für große und kleine Tierliebhaber. Insbesondere faszinierten die Shows nicht nur durch ihre Schönheiten der Tiere, sondern auch durch die klassischen Barockkleider der Akteure. Ein bunter und außergewöhnlicher Hingucker für groß und klein. Beeindruckend weiteten sich die Augen bei den imposanten Kutschen. Und mit von der Partie waren auch die kleineren Vierbeiner. Reiter konnten ihren Kaufrausch für ihre Liebsten nachgehen. Von Fließjacken, Decken bis zu Trensen wurde jedes Pferdeliebhaberherz beglückt. Zudem stellten viele Handwerker ihr Kunstwerk vor, welches Hunde und Reiter darstellten. Zum Feiern ging es dann zum Heideblütenfest in Schneeferdingen. Beim ältesten Volksfest der Lüneburger Heide versinkt die Landschaft in ein sanftes Purpur. Die Einwohner freuten sich über alle Besucher, um mit ihnen zu tanzen und zu feiern. Dazu wurde ein buntes und vielfältiges Programm geboten. Von Livebands, sportlichen Aktivitäten, Buden zum Stöbern war für jeden etwas dabei. Gestern wurde abschließend als Höhepunkt die neue Heidenblütenkönigin gewählt. Ein Jahr regiert nun Inga Marlin Peters. Zünftiges Feiern lautet das Motto auf dem Bruxer Heiratsmarkt in Bruchhausen-Vilzen. Bis einschließlich morgen können die Besucher dort noch ihr Tanzbein schwingen und jede Menge Spaß haben. Dieses Volksfest begeistert nicht nur die Norddeutschen, sondern auch viele Feierlustige aus anderen Regionen. Des Weiteren wurde eine kleine Kirmes errichtet, wo Fahrgeschäfte wie Riesenräder, Autoscooter und Breakdancer für Stimmung sorgen. Noch heute und morgen können Sie also Ihren Feierabend mit Bier und guter Musik auf dem traditionsreichen Markt ausklingen lassen. Was die Kinder beim Dodenhof und Vilzer Kinderfestival unmissverständlich wollten, ist klar. Sie wollten DSDS-Star Sarah Engel sehen, hören und mit ihr singen. Die Kinder schrien und gerieten in Ekstase, als die 19-Jährige die Bühne betrat. Sie rockte mit Liedern aus ihrem Album Heartbeat, sodass kein Kind mehr stillstand. Handys wurden in die Höhe gestreckt, um nichts zu verpassen. Die Videos sollten schließlich auch Freunden zu Hause gezeigt werden. Später gab Sarah Engels noch eine Autogrammstunde. Ob Hüpfburg oder Kinderschminken, die Kinder sollten schlichtweg ihren Spaß haben. So auch mit Airbrush, bei dem die Kleinen ihr Lieblingsmotiv auf dem Arm gesprüht bekamen.